und herzlich willkommen hier zurück zu Rockers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist Ed, ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Schön, dass du wieder den Weg hierher gefunden hast. Das freut mich ganz besonders. Und wie immer gilt natürlich, willst du nichts verpassen, Abo dalassen, Glocke aktivieren, gerne, gerne kommentieren und natürlich auch liken, wenn dir das Video gefällt. Vielen Dank schon mal im Voraus. Dankeschön. So, meine Freunde, beim letzten Mal haben wir uns ja so ein bisschen um Kleinkram gekümmert, sage ich mal. Nochmal ein bisschen den Flughafen hier optimiert. Heute wollen wir definitiv loslegen, damit, dass wir auf jeden Fall von hier auf hier erstmal schon mal einen schnellen Zug hin basteln. Deswegen gucke ich mal, was wir da so Feines haben. Lass mal gucken. Zug verbornt. Wir wollten ja was Schnelles haben, möglichst, ne? Deswegen 120, ja, 160 wäre schon ganz geil und so. Aber das fahren eigentlich nur die diese Lokomotiven teilweise. 190. Hier 100, 90, 100. Ich warte hier auf die richtigen Knüller-Dinger eigentlich. Das Problem ist 160. Guck mal hier, Vindobora. Ja, das ist so geil. Das ist eine Lok nur. Ich warte hier, reversed. Okay, Personenwagen. Ah, die können wir echt zusammenbauen. Für 56, ne, das ist ein bisschen. Das ist ja ein bisschen, naja, lass uns mal gucken, was wir auf Zugverband haben. Ob wir da irgendwas Fertiges haben. Wenn nicht, bauen wir uns was zusammen. Ich habe leider noch nicht. Ich muss hier mit Elektrizität arbeiten. Ich habe leider noch nicht 160 hier. Das sieht doch gut aus. Schwarz. Personen. Wie gesagt, wir warten ja eigentlich so auf die ICE-Geschichte und so weiter, weil das dauert noch ein bisschen. Wir haben es erst 1968. Da wird noch ein bisschen was kommen. Also, die schafft 160 hier, habe ich gesehen. Der schafft 120. Damit wir das Ganze nicht bremsen. Der hier stehen 120. Ich meine, nichts, was 160 schafft. Das ist aber ein bisschen doof. Das sind alles so irgendwie 100... Für Passagiere 115. Rig Wagon 115. Frage ist, ob die dazu passen. Ja, die sind maximal Geschwindigkeit 120. Die Frage ist, schafft der hier 120? Rig Wagon, Amorwagen, TV61, UIC. Oh, aber der irgendwie was hier? Ein schwarzer Lok und rote Dinger? Mhm. 110 Passagiere. 115. Das hier sieht ja irgendwie... Sieht zumindest gewagt aus. Schwarz-rot. So, okay. Set Line. Ach, warte mal, wir haben doch eine Linie, List of Rail Lines. Busstation. Hat er die jetzt nicht gespeichert? Das ist, zeige alles. Warte mal. Irgendwie für Passagiere. Station 6. Tja. Oh, da hier. Helikopter. Das kommt ja auch noch, ey. Das wird geil. Okay. Wir setzen mal eine neue Linie. Alles klar. Machen wir mal Folgendes. Geht ja nicht anders. Dann werden wir uns das nochmal selber zusammen wursteln hier. Ich hätte gerne irgendwie... Neuer Stopp. Hier. Und du fährst dann bitte mit Vollspeed erstmal hier rüber. Du bist erstmal so der Erste, der hier hält. Sagen wir es mal so. So. Eigentlich nur Passagiere, oder? Obwohl... Setline. Das ist alles so... verwirrend. Das mal wegmachen. So, wie gesagt, das ist die erste Linie, die hier fährt, hier oben.
Mal irgendwie umbenennen. Fahrzeug ansehen, verfolgen. Okay, wir sehen mal hiervon. Kann er nicht machen. Create new line. Genau. Du sollst hier eigentlich durchfahren. Name of line. Hauptflughafen. Touris. So. Genau. Und die hat er hier irgendwie. Name of line. Neuer Stop. Set line to vehicle. Alles klar. Set line to vehicle. Kann ich das hier nicht wegmachen? Okay. Momento. Set line. Alles klar. Jetzt. Okay. Line stations. Okay. Das hat geklappt. Du. Hauptflughafen Touris. Alles klar. Und jetzt könnten wir doch eigentlich loslegen, oder? So. Wollen wir mal sehen, was passiert. Aber ich sehe. Ja, da ist er. Da ist er. Juhu. Endlich. Das hat geklappt. So, ich bin gespannt, was passiert. Wir gucken mal. Ja, hier sind wir verkehrt. Hier müssen wir gucken. Wo ist er denn? Ist er schon rausgefahren? Ja, hier ist er schon. Was ist mit dir los? Hä? Was ist denn? Ach, verstehe, alles klar. Er kann doch nicht wenden. Natürlich, wir haben ja was vergessen. Das extrem Wichtige. Wie ich finde, kommen wir da rüber. Sonst kann er ja nicht drehen. Das geht auch, das ist in Ordnung. So, das. Der. Und dann müsste es gehen. Stimmt, ne? Wir hatten noch keine Dings eingebaut, noch keine Weichen. So, alles klar. Und baue das mal mit Dollar. So, jetzt müsste es gehen. Gucken wir mal, ob er zurechtkommt. Ja, perfekt. Sehr gut. Da fährt er. Unser super neuer Zug. Ich hoffe, dass er Leute mitnimmt. Mal langsam. Nicht so schnell. Er ist nicht der hübscheste Zug ever, aber immerhin. Wir können ja mal mitfahren. In der Kamera. FPS-Kamera. So. Why not? Fahren wir doch einfach mal eine Runde mit. Was soll's? Noch alles menschenleer hier, aber das wird sich bald ändern. Wir werden noch eine Zwischenstation einbauen. Jetzt geht's schon runter auf die Brücke. Gucken, was er macht. Ja, er kann nicht. Ja, ich verstehe. Er hat keine Möglichkeit, hier vorne zu wenden, weil er in der Weiche steht. Verstehe. Ah, verdammt. Das ist aber ärgerlich. Er ist natürlich doof. Er ist natürlich extrem lang. Müssen wir noch mal eine Weiche spendieren. Glaube ich. Einfach hier vorne. Dann machen wir nämlich das nochmal weg. Und spendieren den Bahnübergang nicht erlaubt. Ach komm, jetzt hör doch auf hier zu zicken, ey. Das ist doch lächerlich. So, genau, du musst. Warte mal, dann wird es ein ziemlich langer Block.
Warte mal kurz. Dann nehmen wir dich mal nämlich raus. Und machen hier ein Chain rein. Nee, warte mal, das ist ja auch Blödsinn. Die ist ja dann unnötig hier. Die Weiche ist unnötig. Du musst ja bekanntermaßen dann so fahren. Dich nehmen wir mal weg. Dich machen wir so. Dich machen wir so. Jetzt bauen wir das erstmal. Müssen wir noch ein bisschen umbasteln. Ja, jetzt checkt er das gut. Weil ich muss jetzt hier das hier stoppen. Der fährt ja im Kreis. Das ist ja okay. Aber dann kann ich die hier wegnehmen. Dann hat er die als lange Weiche. Warte mal kurz. Wenn die frei ist, kann er... Moment, ich muss die dann wegnehmen. Dann muss der hier weg. Und der muss komplett durchgehen bis dahin, genau. Damit er das checkt. Dass er bis dahin fahren kann oder nicht fahren kann. Dann sollte es gehen. So, zumindest die graue Theorie. Dass das jetzt ein Block ist. So, wie sieht's aus hier? Ist hier was? Drei. Okay, alles klar. So, der fährt wieder los. Hast du irgendwas dabei? Noch nicht. 500 hat er Kapazität. Da geht noch was, ne? Das ist klar. Wir müssen Flugzeuge anholen. So, dann Passengers Cargo. 75 hier, komm. Neuer. Any connection to text? Was ist denn? Wieso hat der jetzt schon wieder keine? Ach so, natürlich. Das ist ja der Bus. du fliegst bitte Western Countries. Feuerfrei. Oh, wir brauchen mehr, viel mehr. Hier holen wir uns auch gleich noch welche. Machen wir ein paar kleinere. 625, 650, 200. Okay. Ihr habt einen neuen Stop hier. Aber ihr fliegt dann auch schon mal rüber zu der kleinen Dings hier. Das sind die kleinen jetzt. So, hau raus hier. Wir gehen jetzt richtig auf Betrieb. Das muss jetzt hier laufen. Ich will die hier ein bisschen anpieken. Ja, damit die hier Gas geben, die Jungs. Damit hier Betrieb herrscht. Ist noch nicht viel los. Das ist aber auch ganz normal. Hoppala. Na, hier wird auch zum, noch was gebaut. Habe ich einen Auftrag gegeben. Das ist auch okay so. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir hier noch eine Tram draufsetzen oder noch einen Zug, der da noch ein bisschen was hin und her transportiert. Lass mal kurz gucken. Aber bestimmt noch was Cooles. Coole Tram oder sowas. Straßenbahn. Haben wir hier irgendwie was Großes mal? Nicht wirklich, ne? Das sind die alten Dinger, ey. Damit kannst du nichts anfangen, ey. Ganz ehrlich. 100 km/h. Triebzug, Kunden 416. 250 schafft 80. Das sind eher so kleine Dinger. Aber ist okay, das ist so eine Art, eher so eine Tram, ne? Set Line. Kann der nichts nicht machen hier? Verdammt. Neuer Stop hier. Neuer Stop dort. Set Line. Jetzt kann er das nicht mehr machen, oder was? Es ist ja auch... irgendwie ist das... ganz merkwürdig.
Nein, Detail. Ich würde hier gerne neue Line machen. Das hört sich so irgendwie so verkehrt an. Okay. Also ich sehe hier nur gerade nur noch Fenster, liebe Leute. Das ist hier gerade echt übel. Ja, du da. Und du jetzt hier. Und das ist die Hauptflughafen Hauptstadt. So, accept changes. So, okay, das ist die hier, Linie. Hauptflughafen Turis, okay. Na, Moment, du? Warte mal, nee, das ist Blödsinn. So, warte mal kurz. Stopp. So, du? Alles klar. Okay, leg mal los hier. Komm, wir geben jetzt Gas. Mal gucken, ob wir das hier hinkriegen. Alter Falter, ey. Hier ist ja richtig Betrieb. So, der flitzt hier rum, das ist okay. Da kommt der andere. Hier die komische Tram oder whatever das ist. Extrem krasses Design. Da fährt sie. Das hört sich ja an, ne? Okay, mal gucken, ob das klappt, dass sie auch hier rumkommen, etc. pp. Eigentlich müsste das klappen. Und du hast 353, ey. Du hast so viele Leute hier, du wirst nicht los, ne? Ist ja auch hart, ey, ganz ehrlich. Und was mit dir hier? Du hast 410, du wirst auch... Ist ja alles voll, kann das sein? Und die haben Probleme, die können nicht laden. Warte mal kurz, wir machen mal... So, okay, mach das mal weg. Ich hoffe, dass die jetzt mal irgendwie losfahren können. Was ist denn? So, ich hoffe jetzt, dass die mal hier aber Gas geben. Also irgendwie... Naja, der eine hier zumindest. Und was hast du noch für Probleme? Da hinten. Ja, das klappt nicht immer irgendwie, ne? Also manchmal haben die... okay, wahrscheinlich eher die Straße. Nee, immer noch nicht. Jetzt sieht's auch, jetzt kommt er klar hier. Guck mal, jetzt kommt er wieder klar. Aber irgendwie. Ja, es ist gerade ein Gewusel und Gewusel und Gemusel. So, wo, der wartet hier ganz brav. Also hier ist richtig Betrieb, ne? Also hier ist richtig Zunder. Ich hoffe, dass der jetzt mitnimmt. Ich wollte das mal beobachten. Jetzt fährt er hier rein, das ist auch in Ordnung. Fährt auch bis nach vorne durch. Er nimmt zumindest 30 Arbeiter mit. Ja, das ist ja wenigstens etwas. Arbeiter, okay. Ich hätte mir eher lieber Touris gewünscht, aber na gut. Also richtig ist ja noch nicht so was los. Ah, die lässt er auch raus. Die gehen hier zum Dings arbeiten, okay. Touristen einer. Es ist noch nicht so, wie ich mir das wünschen würde. Also da geht noch was. Also da muss noch mehr passieren. Ich würde gerne noch mehr Touristen anlocken hier. Du fliegst gerade weg. So, okay. Und zumindest fahren sie. Das ist wenigstens etwas. Und du kommst jetzt mit. Wieder Arbeitern. Hast eine Kapazität von 250. Ich muss ja ein Momentchen warten hier. Ja, die lässt er auch raus. Also arbeitstechnisch ist hier immer gut befüllt. Aber er hier, ne? Also dass sie hier...
Ja, das ist... Okay, wir holen uns nochmal ein neues Fahrzeug. Okay, du... Neuer Stop. Können wir dich hier drüben hinsetzen? Ja, das geht auch. Kannst da drüben hin eiern und du fliegst dann in die... Boah, alles klar. Nächste, damit hier auch ein bisschen Betrieb ist. Obwohl hier die Leute noch gar nicht wegkommen, weil hier noch keine Station, nix ist. Aber gucke mal. Hier ist richtig Dampf jetzt. Der fährt jetzt hier wahrscheinlich hier rüber. Hier lang, dazwischen und dann da rum. Kann ich mir gut vorstellen. Also fliegen tut ja einiges. Na, so ist es nicht. Oh, der fährt, der muss warten hier. Bis der hier geparkt ist und dann kann der jetzt loslegen. Genau, sehr gut. Okay, was ist hier eigentlich los? Cargo only. 690. Die Frage ist, sind das 690? Ich weiß es nicht. Cargo und Lockheed Hercules. Ich brauche 777. Also wenn die Lockheeds hier eiern können, dann können wir das auch. So, okay, die Lockheeds. Neuer Stop bitte hier. Und wir brauchen Rubel, ne? Genau. So. Was haben wir denn hier im Überfluss? Gar nicht mal mehr so viel, ne? Moment. Was haben wir denn hier? Platten? Ziegel haben wir jede Menge. Aber Platten ist ein bisschen wenig. Platten vorgefertigt, weil das Lager wahrscheinlich zu voll ist, ne? Obwohl... Ja, dann lass uns mal Ziegel hier wegfahren mit denen. Du bist das, genau. So, du bist der mit den Ziegeln. Ziegel. Schaff mal die ganzen Ziegel weg hier. Das ist ja Wahnsinn. So. Raus. Raus, okay. Ja, der kann gerade nicht. Erster Stopp nicht erreichbar? Willst du mich verscheißern? All Station is full assigned to another airplane. Okay. Lass mal ein bisschen laufen. Mal gucken, was er hier macht. Die müssen wir irgendwie rauskriegen. Also hier ist jetzt ordentlich Betrieb. Ich überlege, ob ich immer noch eine zweite Dings dran baue. Ah, jetzt geht es. Brauchen erstmal immer ein bisschen Platz hier. Der nächste kann auch raus. Sehr gut, okay. So. Machen wir Ziegel. Da wird nicht viel bei rumkommen. Mit 17 Tonnen Ziegel. Tonnen Ziegel bringen. Naja, vielleicht 1000 Rubel. Ist nicht viel. Echt nicht. Aber ich sag's mal so, besser als gar nicht. So, was ist hier wieder für ein Problem? Okay, hier war gerade irgendwie stromtechnisch ein Problem. Neuer Fahrzeugtyp verfügbar. Sehr schön. Diesel-Loco 753. Schön. Diesel. Leider Diesel. Ja, und hier ist richtig Dampf. Also hier ist richtig Druck, aber es kommen nicht so viele. Das hätte ich mir anders gewünscht. Das heißt, wir werden nochmal neue Linie in die Stadt machen müssen mit Bussen oder sowas. Auch krass, Alter. Ey, das ist echt übel. Wenn du mich fragst, wir haben hier
Genau, wir haben hier definitiv Strom. Die Frage ist, ist das mit Dings oder nicht? Die führt hier lang. Ja, ich glaube, das ist ohne Strom noch. Okay, alles klar. Wie gesagt, wir wollen das jetzt mal ein bisschen anschubsen hier. Deswegen brauchen wir jetzt mal ein Depötchen. Ein Depötchen wäre nett. Ich brauche ein Depötchen. Hier ist voll. Gedacht, ich will hier mehr Leute ran haben. Der muss jetzt warten. Also hier könnten wir eigentlich auch noch mal was machen, ne? Ich meine, wir können die hier durchfahren lassen. Wir können hier... Was ist mit euch hier schon wieder los? Keine Arbeiter oder Baufahrzeuge. Okay. Momento. Da ist er mehr als genug, ey. Also da kannst du dir Leute holen. Ohne Ende. Theoretisch. So. Der wartet auf Starten. Null Leute. Das ist... Also wir haben eine Menge Flugzeuge, die unterwegs sind. Aber es ist noch nicht so, dass ich sagen würde, yay. Was? Holztonnen, okay. Also hier, na, Ziegel sieht super aus, Platten ist nicht so prickelnd und Bretter ist ein bisschen wenig. Das bedeutet, dass hier hinten irgendwie Probleme sind, oder? Nee. Das ist okay. Woodcutter, alles gut hier. Das passt. Und hier scheint es keine Probleme mehr zu geben. Diese Probleme haben wir gelöst. Das ist in Ordnung. Oh, schon wieder 27 Minuten, Leute. Und gefühlt nichts geschafft. Wirklich nichts geschafft. Okay, hier wird auch nicht weitergebaut, so richtig. Sind sie hier vielleicht außer Reichweite? Kann das sein? Macht man hier weiter, ja, dass es vorangeht. Wie gesagt, gefühlt gar nichts geschafft hier irgendwie. Da werden wir nochmal ansetzen müssen. Ich werde hier nochmal auf jeden Fall Leute herbringen. Wir brauchen, was wir jetzt noch machen wollen, war nämlich, dass wir nochmal ein paar Busse ranholen. Dafür brauche ich mal ein Depot. Frage ist, wo ist das Depot? Wo haben wir das Depötchen gelassen? Trolley-Bus-Depot will ich jetzt nicht. Ich brauche das andere Depot. Haben wir kein Depot mehr frei? Ich will jetzt nicht extra noch ein Depötchen bauen. Aber ich glaube, ich muss ein Depot bauen. Mist. Ich brauche ein Fahrzeugdepot. Ich werde irre. Hier. Würde zwar reinpassen, aber... Nee, das da ist nicht gut. Bop, 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 bop. Mit der Taste R rotiert man übrigens um 90 Grad. Das passt dann schon ganz gut. Hier zwischen will ich es auch nicht haben. Da wollen wir noch ein bisschen was hinbauen, dekorativ dann. Okay, das bauen wir jetzt mal fertig schnell. Ich brauche das. So, können das mal ausmachen und dann setzen wir mal ein paar Leute auf die Linie. Also Rubel sind gerade echt ein Problem.
Rubel sind gerade echt ein Problem. Dann holen wir halt mal ein paar von denen hier. Ist mir egal jetzt. Was haben wir denn da? 25 Passagiere. 65 Passagiere. Ich glaube, auf Seiten der russischen Aktion 80, 105, da gibt es deutlich bessere, aber 15.000. Wir haben gerade kein Geld. Also machen wir es folgendermaßen. Bus. 65. 25, 75, 75 sind deutlich besser hier. So, alles klar. Dann machen wir mal. Die Jungs haben nur einen Job, hier hinzufahren. Zu der Station. Create new line. This. Mit this. Wenn es geht. Warte mal. Ich finde das extrem unübersichtlich. Muss ich ehrlich sagen. CBS mit den hier. Haupt Flughafen. Moment. Stadt Bus. So, den haben wir. Set line to vehicle. Moment, geht das weg? Okay. Wo haben wir den jetzt wieder mal? Moment, hier. So, ihr seid alle auf der Linie und dann schieben wir euch mal an hier, dass ihr Gas gebt. Ich weiß nicht, ob es zu übertrieben ist. Wir werden es erleben. So, ran, weg. Alle Mann, los. Ihr müsst eh alle tanken. So, zack. Okay, die Bus-Invasion beginnt. So. Zack, bumm. Damit haben wir das. Und dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt hier besser funktioniert. Wäre gelacht, wenn nicht. Oh, jetzt kommt ein neuer Bus. Ich werde irre. Mann. So, die müssen Gas geben. Ist in Ordnung. Der Zug muss hier andauernd halten. Das ist nicht so gut. Dann werden wir vielleicht nochmal irgendwas uns überlegen müssen, wie wir das hier nochmal irgendwie entschlacken. Aber grundsätzlich funktioniert es. Na, grundsätzlich funktioniert. Hier wird auch fertig gebaut. Das ist auch gut. Ja, Kleidung, Taverne etc. pp. Da werden wir nochmal ansetzen. Müssen. Kommen wir nicht nochmal rum. So, du hast wieder 194 Leute dabei. Also wir werden wahrscheinlich hier auch nochmal dafür Sorge tragen, dass wir da nochmal ein Chemiewerk hinbauen. Weil Chemie können wir immer noch gebrauchen. Hier sind 10 Touristen. Juhu, 10 Touristen. Geil. 10 Touris. So, die müssten wir eigentlich von A nach B karren. Dass wir die wegbekommen, dahin bekommen. Und dann können wir die eventuell bewegen. Kommen die dahin? Die müssten doch eigentlich da rankommen. Ja, doch, das schaffen die. Dann machen wir jetzt nochmal... Nee, machen wir nicht. Wir machen das beim nächsten Mal. Ich bedanke mich auf jeden Fall so lange schon mal fürs Zusehen. Wie gesagt, hinterlasst gerne ein Däumchen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed.